Russen optimieren Weihnachtsgeschenke. Wie immer zum Jahresende werden verschiedenste Umfragen gestartet und Statistiken erarbeitet. Eine der beliebtesten Statistiken ist die Erhebung zu den Kosten für die Herstellung des Traditionssalates Olivier, welcher auf keinen russischen Jahresendtisch fehlen darf. Eine weitere Statistik betrifft die Summe, die die Russen bereit sind, für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Und hier scheinen wohl Optimierungsmaßnahmen angelaufen zu sein, denn in den vergangenen Jahren lagen die Summen höher. 50% der Russen sind bereit, für Weihnachtsgeschenke im Jahre 2019 maximal 5.000 Rubel auszugeben. Vor 3 Jahren betrug die Summe noch 6.550 Rubel. Zu Weihnachten 2018 wurden noch 5.500 Rubel ausgegeben. Und zu Weihnachten 2019, welches in Russland am 7. Januar 2019 gefeiert wird, sind es nur noch 5.000 Rubel. Auch die Anzahl derjenigen, die bereit sind, mehr als 5.000 Rubel auszugeben, ist erheblich geringer geworden. Waren es 2015 noch 39%, so sind es jetzt nur noch 25%. Na dann, fröhliche Weihnachten!